Herzlich willkommen zurück bei Field Sports World. Heute geht's weiter mit dem Bloggerwocker in Fußgut Reilmann. Den ersten Teil findet ihr auf dem Channel der Hunter Brothers. Und jetzt geht weiter mit dem zweiten Teil. Wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns schon auf das nächste Jagdabenteuer. Zweiter Abend der Bloggerwoche hier im Forstgut Reilmann. Heute bin ich mit Elias unterwegs. Elias hat auch noch nie ein Stück Dammwild geschossen. Ihr kennt ihn vielleicht von Instagram. Wie heißt du nochmal? Saufänger, genau. Saufänger. Masi hat ihn umgetauft in den Saufanfänger. Ja, richtig witzig eigentlich. Und ja, deswegen bin ich heute mit, also nicht wegen dem Namen, sondern einfach weil Elias noch nie ein Stück Dammwild erlegt hat, gehe ich heute mit Elias auf den Sitz. Jetzt schauen wir, ob wir was kriegen. Genau. Das ist ein guter Ding hier auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, die Stelle hier ist nicht schlecht. Und ja, schauen wir mal. Ihr seht, was kommt. Also, wir haben uns nochmal quasi besprochen, nachdem das vierte Stück rauskam. Und ja, wir gehen sie jetzt an. Wir packen uns auf.
Mann, du hast ja Fieber, ne? Alter, Bruder. Weil die du einfach so, die gucken bloß an und dann, also es war so an der Grenze, die wollten jetzt gleich abhauen. Ja. Und du guckst erstmal so weg, weil du dich noch zügeln müsstest. Sondern ich so, oh, nee, jetzt musst du loslegen. Ich war so drauf und wollte quasi, dann habe ich so gemerkt, ich mach so, ganz ruhig. Also gut. Das hat sehr gut gepasst, wunderbar. Der, vor allem, dass es das erste Mal nicht geklappt hat. Und jetzt war es halt auch knapp, sag ich mal. Ne? Ja, hier müsste es irgendwo. Ja, Leute, das ist jetzt eine ganz witzige Geschichte. Wir sind da eben gerade einfach mal hingelaufen und haben geguckt und einfach 10 Minuten lang da gesucht, nichts gefunden. Und jetzt bin ich eben gerade zurückgegangen zur Waldkante, wo aus wir geschossen haben. Und habe nochmal auf die Kamera geschaut und habe Elias dann eingewiesen und dann haben wir es auch innerhalb von 3 Sekunden gefunden quasi. Gott sei Dank hatten wir das gerade auf Film. Das ist echt immer so eine Sache in der Wiese. Dann vertust dich einfach, wo das war und dann suchst du dich dumm und dämlich. Und jetzt bin ich echt glücklich, dass wir das Stück gefunden haben. Elias Weidmannsheil. Weidmannsheil. Aber wie schnell man vorbeilaufen kann. Ja, total. In der falsche Richtung. Passt, perfekt. Sauber. Ja, ein klein bisschen hochgepackt, ne? Aber das lag halt einfach daran, dass es so. So ein bisschen Jagdfieber hatte. Ja, genau. Ja, also die Achse hat schon passt, aber es war, glaube ich, im Stock. Habe ich ein bisschen zu viel bewegt, aber nee. Passt. Ja. Da sieht ihr auch. Ein Schmaltier. Hm. Perfekt, es waren passt. Einfach 5 Schmaltiere zusammen. Haben wir haben schon noch einen kleinen Dammwildbestand hier. Das stimmt, ja. Geil. Herrlich. Dazu der Himmel einzigartig. Oh ja. Herrlich. Da hätten wir heute Abend sitzen müssen. Das wäre einfacher gewesen. Das wäre einfacher gewesen. Aber so haben wir eine schöne Jagdgeschichte. Ja, mega. Mega. Gleich noch mit schönem Anpirschen. War mega spannend. Geil. Jetzt machen wir noch ein schönes Foto mit dem Himmel. Genau, das müssen wir auf jeden Fall jetzt machen. So, Elias, da liegt es jetzt verbrochen. Ja. Ich kann dir nur Weidmannsheil wünschen. Also das war doch wirklich. War brutal. Erstens sie rauskommen, dann haben sie Wind bekommen, sind wieder rein. Dann ewig nichts passiert und jetzt auf den letzten Drücker, beim letzten Licht noch rauskommen. Geil. Perfekt, passt. Schöne Pirsch. Richtig spannend, sind immer wieder geugt und das war. Sau spannend und einfach geiles Erlebnis. Und das werde ich nicht so schnell vergessen. Ich freue mich riesig für dich, Elias. Und wir haben jetzt so ein bisschen ein Problem hier mit den Mücken. Ne? Wir sind durchgeschwitzt und die Moskitos, die riechen uns. Deswegen sehen wir jetzt zu, dass wir hier wegkommen. Ich freue mich einfach für dich. Ja, ich freue mich super auch Abschuss. Danke fürs Führen und so macht es Spaß. Alles perfekt funktioniert. Mega happy. Geil. Gerne, Elias. Weidmannsheil. Weidmannsdank. Geht jetzt hier den Weg entlang und dann bist du in etwa so in der hinteren Kante vom Wildacker, bist, dann gehst du da hoch und dann siehst du den schon. Alles klar. Freigabe schon. Mal unterm Hof so, irgendwann kommt da, dann kommt sicher Dachse. Okay. Alles klar, dann Sache ist ja klar, ne? Halt mal Zeit, oder?
So, nach der erfolgreichen Jagd und dem Arbeiten haben wir uns jetzt überlegt, dass wir heute mal zum Angeln fahren. Dafür werden wir jetzt einfach mal zum Angelladen, da alle Papiere besorgen und ein paar Köder und dann denke ich mal, fahren wir zum Penisstrom und dann schauen wir mal, ob die Jungs auch angeln können. Also, wussten wir nicht, dass es Hefte gibt, die sich auf Fledermäuse spezialisiert haben? Ist so. Was ich versuche, das kann ich ja so beklagen. Großer Köder, großer Fisch. Ne? Kleiner Köder, kleiner Fisch. Ich muss, glaube ich, richtig Bock machen. Wie, hast du Angst vor irgendwas oder was? Hä? Angst vor irgendwas? Nee, ich weiß noch, worauf du anspielst, aber nein. Wir haben alle Karten. Nee. Guck dir mal, was du da alles fangen kannst. So, du oder so. Ey, nee, ja. Wir geben uns heute richtig Mühe. Ja, dann passt das. Eigentlich angeliebt, das sehen eigentlich. Ja, super. Ja, ja. Ja, oder die Leute, die manchmal zeigen. Ach, überall. So. Also, ich bin echt glücklich. Also, das ist schon ein ordentlicher Rapfen. Ich bin mal gespannt, was der jetzt genau misst.
Ja, nee. Über 68, fast 70. Auf jeden Fall ist das auch ein echt schöner Fisch, oder? Schön hochrückig, schön kampfstark. Da freue ich mich. Und jetzt darf auch direkt wieder schwimmen gehen. Also sowas habe ich halt auch noch nicht erlebt. Guck mal, was der Rapfen mit meinem Gummi, mit meinem Jig-Haken gemacht hat. Spricht natürlich nicht für die Qualität des Hakens, Dominik, guck mal. Krass, ne? Ja, den wollte er haben. Nächster Köder. Es lebt noch. Da weg. So. Ja, da hat er den. Oh, nein, Mann. Alter. Oh, ich hab gleich gezogen, hast du gesehen? Ja, jetzt hat's einen Handkuss. Ah. Aus dem Weg gegen Verdiener. Jetzt lass dir nicht wegschnappen. Ja, aber... Alter, das war wieder ein Guter. Ja, ich glaube, das ist ein Guter. Nummer 1 habe ich schon und Nummer 3 habe ich schon. Das war Nummer 3 und 4. Das finden, ich kenne mich nicht so gut aus in dem Revier hier. Hatte Paul ja eingezeichnet, ne? Kriegen wir hin. Sicher bist du und ballerst dich dir. Läuft das Kalb dann rum. Das kommt nie durch. Ne? Ja. Allein.
Leute, ihr müsst euch auch denken, was geht denn da jetzt an? Ja, letzter Tag der Jagdbloggerwoche. Wir haben unsere Strecke zur Strecke gelegt, nochmal aus dem Feldmeierhaus geholt. Und ja, 6 Dammschmaltiere, 1 Überläuferkeiler, 1 Schmalreh, 3 Dachse, der erste Waschbär und 4 Marderhunde. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt sehr glücklich damit. Und was auch wirklich zu erwähnen wäre, ist, wir hatten keine Nachsuche. Es wurde nicht vorbeigeschossen. Und ich finde, das ist bei der Anzahl der Stücke wirklich phänomenal. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank an die Gäste. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Ja.